Hi, hier ist wieder Lars von All About Samsung. Wir haben hier das neue Samsung Galaxy Tab Active. Samsung hat ja gerade auf der großen internationalen Pressekonferenz nicht von Mobile, sondern eigentlich vom Rest Samsung auch das neue Samsung Galaxy Tab Active vorgestellt, was eigentlich überraschend ist, weil es ist eigentlich keine klassische Mobile-Pressekonferenz. Aber das Samsung Galaxy Tab Active ist halt auch kein klassisches Samsung Mobile Gerät, sondern es ist eigentlich das erste Tablet von Samsung, was für den B2B-Markt, also für den Business-Markt ausgerichtet ist. Und da sind die Anforderungen halt komplett andere als sonst bei Samsung Mobile der Fall. Wir haben hier, wenn ich jetzt mal ganz kurz in das Spec-Sheet reinlinse, haben wir ein 8 Zoll WXGA-Display mit 1280x800 Pixel. Das ist ein TFT-LCD, das ist natürlich dann ein bisschen heller als AMOLED. Dann haben wir hier unter der Haube einen 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor. Das ist nicht viel Power, aber wir haben halt ja auch keine so hohe Auflösung. Wir haben hier Android 4. Aber jetzt muss ich kurz gucken. 4.4 muss es sein. Na, wo ist denn? Jedes Mal sieht das anders aus. Wir haben hier Android 4.4.4 drauf, also die derzeit neueste Android-Iteration. Das ist natürlich eine gute Sache, weil ein neues Gerät sollte man auch neues Android drauf haben. Das ist das Samsung Tab App Active SMT 365, also hier noch in der LTE-Version. Wir sehen ja eigentlich ein ganz normales Samsung Galaxy Tab 8. Galaxy Tab 4.8, beziehungsweise 3.8. Ne? Also es ist eigentlich nur Mittelklasse-Hardware, aber es ist halt hier ganz klar auf den Businessmarkt ausgelegt und da hat man dann auch wieder Vorteile. Wir haben hier auf der Rückseite eine 3-Megapixel-Kamera und wir haben hier auf der Unterseite einen Micro-USB 2.0-Anschluss, einen 3,5 mm Klinkenstecker und ein Mikro. Und das war es eigentlich schon an Besonderheiten. Interessant ist halt hier dieser ganze Krams drumherum. Ihr seht das hier, das ist eigentlich der große wichtige Part, weil das ist halt die Hülle vom Samsung Galaxy Tab Active, die das ganze Ding hier ruggedized macht. Das heißt, das Ding ist dadurch sehr, sehr robust. Wenn man sich das jetzt mal aus der Hülle hier rausnimmt, ihr seht es hier, dann haben wir hier ein relativ plastikbehaftetes, es erinnert mich so ein bisschen an das Samsung Galaxy S5 Active, ja, was eigentlich nur in den USA auf den Markt gekommen ist. Es sieht halt sehr robust aus, martialisch, es schreit eigentlich, ich bin robust, du kannst mich irgendwo hinklatschen, ich bleib heile. Aber es ist nicht unbedingt verkehrt. Hier haben wir die Lautstärke-Taste, hier haben wir den Power-Button, hier haben wir, die Unterseite hatte ich ja schon gezeigt, hier haben wir so einen kleinen Connector, das heißt, hier kann man auch wahrscheinlich dann eine Ladestation oder eine Tastatur anschließen und das war es dann auch schon. Die Punkte hier, die sind eher so kleine Hubbel, da kann man nichts wirklich mit machen, aber wahrscheinlich, wenn man es hinlegt, zerkratzt dann die Rückseite nicht direkt. Ich schätze mal, dafür ist es eher gedacht. Interessant wird es halt hier mit diesem Cover, weil das schon sehr, sehr robust ist. Das ist halt Gummi und Hartplastik und hier oben im Cover drin seht ihr so einen C-Pen, nennt sich das. Der C-Pen ist halt so ein Stift, der mit einer deutlich dickeren Spitze als zum Beispiel das Samsung Galaxy Note 3 daherkommt. Ja, ihr seht es hier. Wenn ich die jetzt mal vergleiche, dann sieht man hier, die Spitzen sind deutlich unterschiedlich. Ja, gucken, ob ich es jetzt einfangen kann. So. Ja, ihr seht es, die Spitzen rechts von dem Tab Active und hier links von dem Galaxy Note 3. Das sind halt komplett andere, weil das hier ist halt auf dem Wacom Digitizer basierend. Das hier ist ein ganz normaler, ja, kapazitiver Stift, den man so halt auch für ein iPad oder so kaufen kann, womit man das ganze Ding dann bedienen kann. Das ist natürlich nicht so diffizil, aber für den Business-Alltag reicht das halt dicke und hat andere Vorteile. Es ist vor allem weniger störanfällig und so weiter und damit kann man dann halt auch anders arbeiten. Wenn ich jetzt mal das Tab Active wieder hier reindrücke in diese Hülle, gucken, ob ich es nicht kaputt mache dabei, das wäre natürlich großartig. Dann kann ich auch mal die Front noch ein bisschen zeigen. Hier haben wir nämlich, ähnlich wie bei den X-Cover-Geräten, tatsächlich physische Buttons. Es hat einfach den Vorteil, dass man in manchen Business, also in manchen Berufen halt auch mit Handschuhen arbeitet. Und da hätte man natürlich beim kapazitiven Display Probleme. Und hier hat man dann die echten Buttons dafür. Das heißt, es funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt kann man den Stift ja noch oben in der Seite in so eine Haltung reinführen. Das heißt, man hat ihn immer dabei und dann hat man damit auch keine Probleme. Man kann hier drauf auch eine Menge Business-Software letztendlich draufbringen. Sie sind aber tatsächlich im Moment keine drauf. Samsung sagt zum Beispiel, dass man jegliche Software für bestimmte Unternehmen auch entwickeln könnte im Businessbereich. Man arbeitet mit SAP zusammen, man arbeitet mit Cisco zusammen. Man hat hier auch die Möglichkeit, mit Nox die ganzen B2B-Funktionen draufzubringen und damit auch ein vernünftiges Gerätemanagement zu realisieren. Das ist also ein reines auf B2B ausgelegtes Gerät, was man dann aber tatsächlich auch gut in die Firmenstruktur einbauen kann. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, es ist
das erste Tablet, da kommen wir jetzt zu einer wirklichen Besonderheit, von Samsung, was eine wechselbare Batterie hat. Das ist halt so ein Punkt, der wiederum wichtig ist, weil normalerweise kann man bei Tablets das hier nicht machen. Aber in einem Unternehmen hat man halt vor allen Dingen das Bedürfnis, wenn man ein Tablet braucht, immer auch den Akku wechseln zu können, weil nämlich der Akku leer ist, muss man schnell wechseln können und damit weiterarbeiten können. Und deswegen haben wir hier einen Akku, den man ja direkt wechseln kann. Einfach die Rückseite abrupfen, wie man es von Samsung kennt. Und dann haben wir hier einen 4450 mAh starken Akku. Das sollte also auch noch für eine halbwegs vernünftige Akkulaufzeit reichen. Hier haben wir den Micro-SIM-Slot, Micro-SD-Slot. Das ist also wieder übereinander geschichtet, wie auch beim Samsung Galaxy Note 3 der Fall. Und hier haben wir noch die LED. Also das war's dann auch schon. So, intern haben wir hier noch 16 GB internen Speicher, den ich hier darüber dann erweitern kann. 1,5 GB Arbeitsspeicher, das reicht halt auch halbwegs. Bei Business-Gerät muss man natürlich immer aufpassen, weil die Angestellten sind nicht immer parat und dann muss man, vielleicht fällt es einem dann ins Wasser und es sollen nicht die ganzen Daten am Arsch sein. Und deswegen hat man hier um die Batterie so eine kleine Gummilippe laufen, wie man es auch zum Beispiel vom Samsung Galaxy S5 kennt. Und damit ist das Ding hier auch noch wasserdicht. Also wenn ich hier drauf drücke, seht ihr hier auch so einen kleinen Umlauf. Wenn ich da drauf drücke, das Gummi, dann ist das Ding irgendwie auch wasserdicht. Ich weiß nicht, ob es eine IP67-Zertifizierung ist. Würde mich eher wundern, aber es ist auf jeden Fall wasserdicht und in der Hülle sollte es auch Stürze gut verkraften können. Das war also unser erstes Hands-on vom Samsung Galaxy Tab Active, hier live aus der Samsung Smart Lounge auf der IFA 2014. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten, Abo lohnt sich auf jeden Fall. In den nächsten Tagen und Wochen kommen hier Unmengen Videos von der IFA. Daumen hoch, wenn ihr auch immer durfte. Und ansonsten lesen wir uns die Tage wieder im Blog. Ich bin der Lars von AllAboutSamsung. Bis die Tage. Ciao.